Meine urologische Facharztausbildung, die ich anstrebte, unterbrach ich nach kürzerer Zeit für eine chirurgische Teilausbildung, die ich im Martin-Luther-Krankenhaus erfuhr. Dort wurde eines Tages über die Kirche ein Arzt gesucht, der in den Ostsektor fahren würde, um einen schwer oder Todeskandidaten, einen schwerkranken Patienten aus der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße abholen bzw. begleiten würde. Der Chef sprach mich an und ich hatte nichts dagegen. Und mit einem Roten Kreuzwagen fuhren wir in den Ostsektor. Die Fahrt ging über die Heinrich-Heine-Straße. Kurz vor Überqueren der Sektorengrenze merkte ich, dass ich ohne Personalausweis unterwegs war. Aber vor uns fuhr ein Rechtsanwalt, der diese Übersiedlungsgeschichte veranlasst hatte oder betreut hatte. Und die Schranke ging hoch, ohne dass wir kontrolliert wurden, ging die Fahrt weiter in die ominöse Normannenstraße. Das Tor öffnete sich bei unserer Ankunft und aus einem Gebäude kam ein Kollege von mir zu mir und wir sprachen über den armen Mitbürger, der nun im Rahmen einer Familienzusammenführung, die Mutter wohnte im Westsektor, nach West-Berlin gebracht werden sollte. Ein Gespräch zwischen uns beiden Kollegen war doch etwas zaghaft und nüchtern und kühl. Ich weiß nicht, es fand im Hof statt, ob er trotzdem abgehört wurde oder unser Gespräch oder ob er ein dermaßen überzeugter Anhänger des DDR-Regimes war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls, ich bekam den Patienten übereignet. Wir fuhren über die Sektorengrenze, jetzt ohne Rechtsanwalt. Offenbar war das Nummernschild noch registriert, die Schranke ging hoch vor uns, hinter uns wieder runter und so kamen wir völlig unbehelligt ins Westend-Krankenhaus, wo ich den Patienten auf der Neurochirurgie abliefern konnte.